Hallo Leute, YouTube. Diesmal geht es um das Leben auf Planeten, die um rote Zwerge kreisen. Und zwar nicht um irgendwelche Lebensformen, sondern um Lebensformen, die Photosynthese betreiben, also die von diesem roten Zwerg leben. Nun, wie müssen denn diese Pflanzen aussehen? Naja, eigentlich schwarz. Denn diese Pflanzen werden wahrscheinlich sowohl Photosynthese im Infrarotbereich betreiben und auch im sichtbaren Bereich. Und die müssten eigentlich schwarz sein, um so viel wie möglich von diesem bisschen Licht, das der Stern abstrahlt, überhaupt noch irgendwie da was zu gewinnen. Ne? So ein kleiner, schwacher roter Stern bringt nicht viel. Der strahlt nicht viel Licht ab, vor allem im sichtbaren Bereich nicht. Im Infrarot strahlt er viel mehr. Das heißt, diese Pflanzen werden wahrscheinlich zweigleisig fahren. Infrarot-Photosynthese und optische Photosynthese, ja? Jetzt wieder hätte, könnte, würde, ne? Das ist ein Video, was wieder mit viel hätte, würde, könnte. Also das ist ein Konnektivvideo wieder, ja? Also diese Lebewesen müssten eigentlich schwarz sein, also so schwarz wie möglich, sehr matt, also eine sehr hohe Oberfläche haben, ja, um das bisschen Licht von diesem Stern überhaupt kriegen zu können. Und was haben diese Planeten für ein Problem? Die Lebenszone von so einem roten Zwergen sich befinden, die werden natürlich sehr schnell synchronisiert, ja. Dann zeigt nur noch eine Seite des Planeten auf den Stern. Und also das heißt, auf der einen Seite ist brodeltes Wasser und auf der anderen Seite gefriertes Wasser. Das heißt, also jedes Lebewesen, egal ob das nun Photosynthese betreibt oder nicht, jedes Lebewesen ist erstmal eingeschränkt auf einen gewissen Bereich. Ja, wo es weder zu warm noch zu kalt ist, aber dort geht auch nie die Sonne unter oder dieser Stern und die Sonne auf. Das heißt, es ist permanent immer das Gleiche. Permanent. Für immer. Also solange der Stern existiert oder der Planet existiert, ist immer das Gleiche. Immer der gleiche Sonnenstand. An derselben Stelle ist immer derselbe Sonnenstand. Das heißt, da geht diese Sonne, also dieser rote Zwerg, diese rote Sonne, geht dann nie auf und nie unter. Ist immer dasselbe. Also das Leben auf solchen Planeten, die um rote Zwerge kreisen, ist sehr, naja, langweilig. Gut, langweilig ist natürlich wieder kein richtig wissenschaftlicher Begriff, ja. Ne? Also erstmal ist das Leben da immer eintönig und zweitens ist es sehr extrem. Warum? Weil jeder Wind, der durch die Atmosphäre jagt, ja, und jede Strömung, die durchs Wasser jagt, jagt tatsächlich, die ist sehr extrem. Weil die eine Seite ist extrem aufgeheizt und die andere Seite ist extrem abgekühlt. Ja? Das heißt, jede Strömung, ob in der Atmosphäre oder im Wasser, ist sehr stark und sehr heftig. Das heißt, dieses Leben auf diesem Planeten ist sehr langweilig, in Anführungsstrichen, und auch sehr extrem. Die Witterungsbedingungen auf diesen solchen Planeten, die um rote Zwerge kreisen, sind sehr extrem und nicht gerade sehr energiehaltig. Also diese Planeten kriegen sehr wenig Energie von dem Stern ab, aber leider auch so viel Energie, dass er auf der einen Seite alles kocht und auf der anderen Seite alles gefriert. Das heißt, dieses Leben dort ist sehr extrem. Gut, das war jetzt wieder ein hätte, würde, könnte, müsste, also ein Konnektivvideo, ja, das möglich vielleicht so sein könnte. Ja, dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.